meine kleinen Rabauken. Danach habt ihr jetzt sicherlich Bock auf meinen Stream zu klicken, oder? Weil der läuft nämlich jetzt. Also der Stream ist jetzt an. Wir spielen mit Concraft, ein bisschen Minecraft, reagieren auf ein paar Videos und reden über meine Angst vorm Coronavirus. Bis gleich. Leute, wir haben ein ultra krasses Paket von YouTube erhalten. Ein geheimes Paket, wo keiner weiß, was sich da drin verbirgt. Ein Paket, was... Nein, Real Talk, wir haben ein Paket von YouTube erhalten, meine Freunde. Da steht drauf, Ateo. Und weil ich dachte, Ateo what? Ich habe noch keinen zweiten Upload für heute. Gucken wir doch mal. Was in dem Paket drin ist. In diesem Paket ist eine Jacke mit einer Kette dran. Und, ah ja, solve to unlock. If you want... Moment. Stopp. Also, ich müsste jetzt theoretisch, also ich meine, ich kann auch einfach die Ketten abziehen. Aber ist egal, wir machen jetzt das Spiel. Wir werden jetzt rätseln. Okay, wir haben diese Karte hier, meine Freunde. Und auf der Karte steht drauf auf Englisch. Solve to unlock. I have English one. If you want to be the best, upload or livestream your content to YouTuber. Okay. If you want to be the best upload, if you want to be the best human, upload or livestream your content to YouTube, wäre das eine Lösung? Ich meine, okay, lass uns nochmal nachdenken. Everyday bla bla bla, million people come to YouTube and watch gaming content, make you okay, okay, okay. Ich glaube, du musst es da eintragen. Das ist da ein Kreuzworträtsel. Oh, damn. Okay, if you want to be the best, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creator, creator. If you want to be the best creator, das upload. Ich passe echt nicht rein. Creator. Nein. Macht YouTuber Sinn? Ich meine, okay, das ist wirklich nicht einfach tatsächlich. If you want to be the best, upload or livestream your content to YouTube. Aber was, also ich meine, ja, bei YouTuber passt das? Und es macht doch keinen Sinn, wenn du der beste YouTuber sein möchtest, dann lädst du deinen Content auf YouTube hoch. Ja. Tobi, warum hast du den Reifen in der Hand? Jungs, ich brauchte eure Hilfe. Ich habe extra ein Team. YouTuber. Was ist denn die zweite Frage? Everyday bla 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 bla. 20 könnte es sein. 20 million people. 20 könnte es sein. Könnte eigentlich jede Zahl sein, ne? Ja, es ist 5. Ah, es ist nur das Rote. Nein, nein. Das ist das Lösungswort für das hier. Match. Your content. Ich versuche jetzt einfach mal Match. Perfect Match. Wir versuchen einfach mal Match. Die Buchstaben sind ausgestanzt, also das... Also die Lösung ist im Prinzip schon vorgegeben. Match, okay. Machen wir von hier aus weiter. Match. Was ist das überhaupt für ein Schloss? Ich meine, es könnte auch Dulli oder Ernin sein oder... So ass. So ass. That's so ass. Das Schloss ist auf. Wir haben es gelöst. Was ist das überhaupt für ein Video? Ist egal, ich gucke mir das jetzt einfach an. Paluten macht auch solche Videos und die funktionieren. Also, wir haben eine Jacke bekommen, die anlässlich des nahenden Winters... Das ist Frühling, oder? Ja. Die Jacke ist deutlich zu warm. Aber egal, wir schauen trotzdem mal eine YouTube-Gaming-Jacke. Und oh mein Gott, kann man das rocken? Also ist das... Die sieht cool. Nicer Drip. Also, würdet ihr sagen, feier ich oder nicht? Weil wir haben ja auch hier noch diese Kette dazu gemacht. Die Kette gehört zum Outfit dazu. Ich weiß nicht, ob diese die Kette, die war ja fürs Rätsel, die gehört zum ja, die Outfit war ja, dazu. Dass du das Rätsel lösen kannst. Dazu? Oh, du weißt das Wort nicht mehr. Ist das ein Drip, Bro? Wir gehen kurz raus, schießen ein paar Lookbooks damit und dann war es das von meinem zweiten Video. Was, geben wir jetzt eigentlich noch Mühe? Können die vor ein Auto gehen? Was denn? Ich wollte nur hier ein Auto Lookbook drehen, Alter. Du kannst nicht einfach an mein Auto gehen. Okay, Leute, an der Stelle, wenn man den Code auf Moses stellt, passiert was ganz Besonderes. Das darf ich euch aber nicht zeigen. Riesiges Shoutout auf jeden Fall an YouTube, dass sie solche Aktionen immer wieder machen. Ich dachte, es wäre einfach mal lustig, so ein Paket-Opening zu machen. Wir kriegen ja relativ oft
Von hier, nice Paket. Und die Jacke ist actually ganz nice. Ich finde es immer nur ein bisschen cringe, dass der Name von einem selber draufsteht, weil ich kann ja mit einem Schild rumlaufen, wo ich einfach meine Abonnenten hochhalte. Aber an sich, nice Piece, werde ich auf jeden Fall überall außer in Deutschland anziehen. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr Case-Opening sehen wollt von YouTube, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin damit raus. Peace out. Shoutout an die besten YouTube-Supporter da draußen. Team YouTube Deutschland. Kuss auf eure Augen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.